Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 9.10.2023. Und unser DAX nimmt langsam aber mehr Form an hier. Ja, gerade hat da geholfen am Freitag. Hat sich hier ein gutes Stück oben rausgeworfen. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass es ihm ja grundsätzlich auch ganz gut stehen würde, wenn er oben noch ein bisschen rausläuft. 260, 280 hat man gesagt. Darüber dann 330 noch ganz interessant. Auch als mögliche Umkehrzone nach unten natürlich. Dort sind wir jetzt aber schon dran. Also ne, 280, 330. Das waren die letzten Tage immer so eigentlich so die Zielzone, wo wir gesagt haben, von dort können wir auch nochmal richtig wegknicken. Ist nur interessant. Auf der Unterseite hat man gesagt, die 15.30, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne, 15.30, 15.000, das sollte nicht nochmal drunter. Da war mal kurz gewesen und hat das komplett ausgekontert. Das finde ich natürlich in solchen Momenten immer ein bisschen besonders erwähnenswert. Wir haben da eine rote Stundenkerze, eine rote 5-Minuten-Kerze eigentlich drin gehabt, die fast 100 Punkte Ausmaß hatte. Sogar eigentlich noch mehr. Und er hat es einfach wieder nach oben abgelaufen. Also so eine Dynamik, so ein Druck nach unten und das dann wieder auszulaufen, da sieht man häufig, dass da auch noch mehr dahinter kommt. Nun ist es aber so, wir sind hier an dem wichtigen Ziel. Das heißt, 280, 330 wird ihm jetzt eigentlich erstmal ein Rücklauf stehen und gut stehen. Der könnte jetzt hier natürlich nochmal auf Ausbruchsniveau zurückkommen. Das heißt, 16,160, 16,180 zu dem Bereich vielleicht nochmal ablaufen. Je nachdem, wie er es macht, dass wenn er ein bisschen schwächer reinkommt, 16,160, 16,180. Und dann könnte er sich von dort wieder hochschieben und nochmal die 3,30 reinprobieren. Oder er macht direkt noch die 3,30 und dann die 16,160, 16,180. Würde auch gut reinpassen. Tiefer als 16,160, 16,180 würde ich allerdings ein bisschen vorsichtiger werden. Würde mir zu viel Drall dann auf der Unterseite reinkriegen. Und dann könnte tatsächlich noch ein neues Tief folgen. Und das hat man ja auch so mal besprochen, ne? Mit dem, erinnert euch, tieferes Tief, dann tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch. Und dann wieder weiter, wieder nächste Etappe, wieder nächstes Stück nach unten, nächsten Schnaps drauf. Da würde ich einfach unterhalb von 16,160 ein bisschen vorsichtig werden. Ja? Der hätte dann natürlich eine gute Chance, unter 16,160, 16,180 dort weiter Richtung Tief vom Freitag zu laufen. Ja. Ich meine, 15.000, habe ich 16.000 gesagt? Ich rede hier die ganze Zeit von 15.000, ne? 15.100, 80, 15.160. Habe ich 16.000 gesagt? Habe ich 15.000 gesagt? Aber ist auch egal, ihr wisst das. Ihr seht ja auch die Kurse rechts. Ich habe immer so ein bisschen meine Probleme. Ab dem Moment, wo wir hier immer irgendwo so einen Tausenderwechsel drin haben, habe ich aber schon seit 100 Jahren, das kriegt man mir auch nicht mehr ausgetrieben. Ich kriege es mir auch selber nicht mehr ausgetrieben. Da habe ich schon vor 10 Jahren so gemacht, die Fehler. Oder zumindest die. Ich habe meinen Fokus immer auf den letzten drei Ziffern, ne? Das ist für mich wichtig. Die vorne, die erzähle ich immer bloß für euch halt, ne? Weil ich sonst ausgeschimpft werde, wenn ich sage, ja, kann von 500 bis 700 steigen. Aber in meinem Kopf ist das bloß 500 bis 700. Der Tausender vorne dran, der ist mir total egal, ja? Das erzähle ich bloß immer für die Analyse und deswegen komme ich ja oft durcheinander und verhaspel mich, wenn wir so einen Umbruch wie hier knapp an der 15.000 dran haben und dann. Wurschtelt hier mal so eine 14, das ist immer manchmal ganz wüst. Es hat sich zwar ein bisschen gebessert in letzter Zeit, aber man kriegt es halt nie komplett raus. Ne? So, also 15.180, 15.160, drunter hätten wir noch die 15.100 und darunter würde ich dann auch schon mit einem neuen Tief rechnen unter 15.30 und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da nochmal eine Drehung nach oben hinkriegt. Das heißt, ich würde eigentlich schon unterhalb von 15.100 davon ausgehen, dass er dann hier einen Doppelboden anspielt. Ah, die Doppelbodenchance, die besteht noch immer. Wenn er die aber nicht nimmt, dann geht er auch auf die nächste Station und die ist dann bei 14.830. Ja, also da wird auch nicht viel diskutiert werden dann. Das macht er dann einfach, ne? Weil dann ist er wieder in deinem Abwärtstrend, dann hat er wieder die Trendschubrichtung in die richtige Richtung und dann drückt es auch ordentlich durch. Er muss aber auch kommen. Oberseitig wäre mir jetzt noch wichtig zu erwähnen, haben wir jetzt gesagt, von hier kann er einen schönen Rücklauf machen. Was macht man denn aber, wenn er den Rücklauf zu kurz macht oder bei 16,61 war und dann wieder hochrennt und die 16,33 durchbricht? Den kann nämlich einen Trendwechsel einleiten und können die erstmal nochmal hoch ans letzte hoch. Da kommt auch mit der Verbindungslinie hier zusammen. Das liegt dann im Bereich um 15.500, 15.530. Ja, das heißt, wenn er durch die 3,30 nach oben durchgeht, ja, ist im Grunde genommen Platz bis gut und gerne 500, 530 dann wieder. Das sollte man sich auch bewusst machen. Ja, das heißt, wenn er am Montag beispielsweise jetzt hier runterhackt, dann stößt es sich hier hoch. Schließt, keine Ahnung, bei 3,75 oder sowas den Montag. Ja, schönen Start nach hier unten, auf die Linie, wieder nach oben abstoßen. Bei 3,75, 3,80 schließen,
würde fast davon ausgehen, dass er dann am Dienstag verlängert und es dann voll macht und dann hier das letzte Hoch angreift. Ja. Und das wird dann nochmal eine interessante Zone. Hier liegen auch viele Tiefs, die sind auch so im Bereich 560, ja, also 500, 560, 530. Das wäre dann die nächste interessantere Zone hier wieder, wenn die 330, 280 jetzt hier überlaufen werden sollte. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erwähnen, oder? Muss man gucken, mal noch im Tageschart. Sieht natürlich schön aus, hä? Ah, da können die Seminarteilnehmer sich auf die Schulter klopfen. Das ist nicht meine Analyse gewesen, nicht meine Pfeile gewesen. Astrein abgearbeitet. Also wirklich, da können sie sich selbst auf die Schulter hauen. Aber so soll es ja auch sein. Deswegen sind sie gekommen, aufs Seminar zu lernen, umzusetzen und es selber zu können. Darum geht es ja halt, ne? Also analytisch und eben dann auch umzusetzen. Ich denke, da werde ich auch nochmal ein Mail rumschicken an diejenigen, die hier mit beteiligt waren. Und haben es schön gemacht. Finde ich schön. Gefällt mir. Vor allen Dingen, ich hatte es ja vorher nicht so drin. Ja. Die haben ja wirklich den Chart umgeworfen. Kann nicht immer sagen, die haben bei mir abgeschrieben. Ja, weil so hatte ich es nicht drin. So hatte ich es wirklich nicht drin. Ja. Ja, schön gemacht. Ja. Runter auf den Channel. Abgestoßen. Perfekt gesehen. Mindestreaktion hier erstmal erfüllt. Ja. Also von Channelkante hier hoch. Bis hierher ging der Fall. Wirklich schön. Schön gemacht. Muss man schon sagen. Und aus der Ebene kann man aber auch hier ab. Ach, guck mal, aus der Ebene kann man noch eine 450 mitnehmen. Die sollten wir uns vielleicht auch mit notieren. Das ist noch ganz gut aus dem Tageschart mitzunehmen hier. Doppelbodenlinie, die haben ja die Seminarteilnehmer auch eingezeichnet. Ja, 450 wäre noch eine schöne Zwischenstation. Also über 330. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Über 330, dann 450 nochmal wichtig. Und über 450 dann eben hier die Zone da um 530, 560. Okay, gut, Freunde. Dann kuschelt mal hier noch ein bisschen mit dem. Und wünsche euch viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.